Gut, dann können wir gleich mal zu dem Paladin gehen, der hier gleich irgendwie rechts um die Ecke steht und fragen, ob der mit dieser Aufgabe schon betraut wurde oder nicht. Das hätte ich dir vorgesagt. Und nebenbei möchte ich gleich mal wissen, wer eigentlich mich noch einen weiteren Kreis der Magie lehren kann. Sergio, und hast du schon neue Befehle? Hast du schon neue Befehle? Bisher habe ich noch Zeit. Ach. Inos erleuchtet. Das ist die Aufgabe der Paladine. Hey. Marduk, mein Freund. Was ist das Böse? Nein, unterrichte mich Runen erschaffen? Unterrichte mich. Als ob ich nicht schon. Haben wir denn? Ach nee, immer noch nicht. Na gut. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Gibt es Neuigkeiten? Der Feind ist anscheinend schon bis in die Stadt vorgedrungen. Was meinst du? Einer der Paladine, Lothar, ist auf offener Straße ermordet worden. Am helllichten Tag. Es ist schon weit gekommen, aber ich fürchte, das ist erst der Anfang. Bennett ist unschuldig. Bennett ist unschuldig. Der Zeuge hat gelogen. Woher weißt du das? Ich habe Beweise das gefunden. Ist doch nichts Neues. Manchmal glaube ich, dass Verrat und Gier unsere größten Feinde sind. Ja, wohl wahr. Was wird jetzt passieren? Was wird jetzt geschehen? Ein Mord, zudem an einem Paladin, ist ohne Zweifel eines der schwersten Verbrechen überhaupt. Der Mörder wird ohne jeden Zweifel zum Tode verurteilt werden. Ja, aber wir müssen den Mörder erstmal finden, glaube ich. Und ich habe das Gefühl, dass es auch noch irgendwie so eine Nebenquest für mich ist, sozusagen den Mörder zu finden. Aber das kriegen wir wahrscheinlich hin. So, in die Bibliothek hineingehen, weil wenn ich irgendwo etwas lernen kann, dann sitze ich auch hier. Karas, kann ich dir eigentlich mittlerweile helfen bei den dunklen Wanderern? Ich habe das Auge Innos zurückgebracht. Ich bin erleichtert, dass es dir gelungen ist, dem Feind das Auge zu entreißen. Aber die Gefahr ist nicht gebannt. Das Böse schmiedet weiterhin Pläne und geht ungewöhnlich aggressiv vor. Das ist mir auch schon aufgefallen. Mach dich nicht über mich lustig. Die Lage ist ernst, sehr ernst. Und wir wissen nicht, auf wen wir uns verlassen können. Dem Feind ist es schon gelungen, den Novizen Pedro in Versuchung zu führen. Auch bei vielen anderen könnte er Erfolg haben. Ja, es ist sicherlich eine Gefahr. Sag mir eine wahre Nein. Ich bin den vierten Kreis der Magie. Ach, bei dir kann ich das. Wunderbar. Ich will den vierten Kreis der Magie lernen. Gut. Alle Zeichen sind erfüllt. Tritt nun ein in den vierten Kreis, auf das dir die Macht der neuen Zauber inne ist. Du bist einen weiten Weg gegangen und Innos wird ihn auch weiterhin erleuchten. Jetzt geht's langsam richtig ab mit dem Magier hier. Ich will den fünften Kreis der Magie lernen. Ich glaube, das ist etwas zu früh. Was macht das Studium allgemein? Ich bin noch mit der Auswertung der Indizien über die Suchenden beschäftigt. Noch immer. Sobald ich was weiß, werde ich dich natürlich direkt unterrichten. Okay. Unterrichte mich Runen erschaffen. Unterrichte mich. Golem erwecken. 15 Lernpunkte, welche ich die habe. Keine Ahnung, ich nehme sie jetzt erstmal. Ja. Zurück. Ich kann also jetzt einen Golem-Rune erschaffen. Wundervoll. Habe jetzt wahrscheinlich keinen einzigen Lernpunkt mehr. Doch, habe noch 15. Oh, schön. Bin ich eine Stufe gestiegen? Nein, bin ich noch nicht. Ach genau, ich bin in noch nicht mal 1000 Erfahrungen. Dann habe ich schon wieder die nächste Stufe und habe wieder 5 Lernpunkte mehr. Ist ja großartig. Warte mal, ist das der dritte Kreis der Magie gerade? Ja, ist der dritte. Ja, lass ab von dem Buch. Erste, zweite, dritte wahrscheinlich. Dann nehme ich mal an, dass hier irgendwo der vierte rumliegt. Du vielleicht. Der sechste Kreis schon. Uiuiuiuiui. Das ist wahrscheinlich der fünfte. Und hier ist... Was ist das hier? Der vierte? Ach, ich gucke mir einfach beides an. Der fünfte. Okay. Geh ab. Geh doch weg. Und hier ist jetzt der vierte, oder? Die Prüfung ist vor... Ah, das hat eigentlich überhaupt irgendeine Reihenfolge. Das ist der fünfte. Das da hinten ist der sechste. Hier ist der dritte. Und hier ist wahrscheinlich der vierte. Der vierte Kreis. Was haben wir denn? Großen Feuerball. Ja, Schwefel und Pech. Okay, dann haben wir Blitzschlag, das klingt ganz gut, beides was ich nehmen würde, ganz gerne. Und Golem weg, habe ich ja gerade gelernt. Ich brauche das Herz eines Golems und ich will unbedingt das Herz des Golems haben. Großer Feuerball. Macht das eigentlich auch viel mehr Schaden? Ich weiß es gar nicht. Ja, bitte, hat einer von euch ein Herz eines Golems dabei. Hey, du. Das wäre ganz praktisch. Zeig mir deine Ware, bitte. Bist du ein Herz? Nein, du bist ein Bergkristall. Stachel. Habe ich dir schon den ganzen Kram verkauft, oder was? Schatulle, hast du die Menge Kram? Fällt mir gerade so auf. Kohle.
Wolfsfelle, Lurkerklauen, Knochen eines Skeletts. Also du hast alles, was man sofort zum Beschwören braucht, muss man sagen. Verwandlung Wolf, Varan, alle möglichen Verwandlungen genau genommen. Schnepper, Skelett, Goblin-Skelett und Vergessen und ein Ring der Unbezwingbarkeit. Okay, okay. Gut, dann kannst du nach. Wenn wir schon mal dabei sind, kann ich doch ein bisschen Kram verkaufen. Ich habe nur 6000 Gold, das ist mir einfach zu wenig hier. Ich hätte auch irgendwie 20.000 Krallen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ganz viele Blauflieder. Hier, nimm mal ganz viel Blauflieder. So, die Hälfte weg ungefähr. So viel Butterfleisch brauche ich im Leben nicht. So. Dunkelpilze brauche ich eigentlich auch nicht so viele. Oh, ich habe jetzt alle verkauft. Das ist ein bisschen dumm. Egal, Butterfleisch, passiert. Weinbeere hier, nimm ein bisschen was. So. Hat man nicht auch Krallen und so ein Kram? Was ist das? Zähne. Ja, die kannst du alle haben. Brauche ich nicht. Hier, Krallen. Jede Menge Krallen. Reicht mir völlig, wenn ich 10 behalte oder sowas. So. Genau. Und Horn eines Drachensnappers. Nein, die werde ich alle behalten. Die werde ich alle behalten. Jeder einzelne Drachensnapper. 7 an der Zahl habe ich bereits erlegt. Oder erlegen lassen, je nachdem. Ich werde es behalten. Das sind meine Trophäen. Das sind die Hörner des Schattenläufers. Völlig egal. Dagegen... Ja, egal. 7453 Gold, das ist gar nicht mal so übel. Hey. Kannst du mir noch irgendwas Sinnvolles beibringen? Unterrichte mich. Unterrichte. Großen Feuerball kannst du mir beibringen, okay. Die Sache ist, ich habe jetzt mittlerweile schon, was habe ich, 3 Feuerzauber oder sowas, aber ich glaube, ich noch einen einzigen Blitzzauber. Ich will ganz gerne, glaube ich, mal den Blitzschlag oder sowas lernen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Verkaufst du nicht irgendwas? Nein. Oh, da drüben verkauft doch jemand irgendwas. Ich will ganz gerne mal vielleicht den Blitzschlag lernen, um vielleicht noch ein bisschen mächtigeren Blitzzauber zu haben. Weil der Kugelblitz ist zwar jetzt nicht unbedingt schlecht, aber ich auch nicht so richtig gut. Gorax, ich brauche ein paar Dinge. Ich brauche ein paar Dinge. Boah, ich habe ja schon jede Menge Kram verkauft, wenn ich das richtig sehe. Schädel, Spicker, Degen, jede Menge Mist offensichtlich. Oh Mann. Oh Mann. Okay, geben wir mal den ganzen Mist, den ich verkauft habe. Unkraut. Ach Mensch, ich habe sogar Unkraut verkauft. Ich gehe am Stock. Und die ganzen kleinen Tränke. Ach nee, die verkaufst du so. Okay. War kein richtiger Mana-Trank. Schade, schade. Schlüssel, Flammenzunge, Runenstein verkaufst du zweimal. Das ist ja gar nicht mal schlecht. Also später, wenn ich den mal brauchen sollte, werde ich das bei dir holen. Schlüssel. Der Schlüssel zur Pforte des Klosters des Inneres Klosters. Okay. Kohle. Goldbrocken Pecht. Ich will ein Herz eines Golems haben. Was ist denn das Problem dabei? Wenn schon nicht das Herz eines Golems, dann noch wenigstens zahlreiche Mana-Tränke, die ich vielleicht bei dem Alchemisten hier unten bekommen kann. Aber vielleicht kann ich ja jetzt auch in die Bibliothek reingehen schon. In die Bibliothek, in dieses... in dieses Verlies hier unten, was auch immer das sein soll, wo die ganzen Kronleuchter brannten. Aber mittlerweile bin ich jetzt ein Mitglied des Rates. Kann ich jetzt hier rein? Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um. Aber er ist auch offensichtlich ein hoher Magier. Okay. Meine Meinung kennst du ja schon. Sei es drum. Ich frage mich, was wir erfüllt haben müssen, um da reinzugehen. Wahrscheinlich müssen wir erst relativ spät in den Spiel da rein. Hallo hey, Neoras. Du. Was hast du euch so zu verkaufen? Achso, braue mir, kann ich mir ja lernen. Du hast überhaupt nichts zu verkaufen. Das ist ja ein bisschen schade. Okay, dann gucken wir uns vielleicht mal an. Vielleicht können wir noch was brauen für uns. Für eigene Zwecke praktisch. Ich wollte nochmal kurz vergewissern, was der richtige Trank ist, was ich brauche. Weil die klingen für mich mal irgendwie alle gleich. Ich brauche Mana-Extrakte und notfalls Elixiere. Die sind auch nicht schlecht. So. Also eigentlich lieber Elixiere als Extrakte. So, Mana-Tränke brauen. Ja, das hätte ich gerne, genau. Mana-Elixiere. 2 Feuerwurzeln, 1 Felkelderich. Ja, komm, nimm mal die. Also wenn ich 10 davon habe, würde ich ganz gern 10 davon brauen, muss ich sagen. Mal Elixier. 2. Ich glaube, ich jetzt wieder ins Minental zurück soll. Brauche ich. Ach, zu wenig Rohstoff. Ach, wunderbar. Mal Extrakt vielleicht. Trank hergestellt. Die Frage ist, warte mal. Nochmal bitte. Was fehlt mir denn? Feuerwurzeln fehlen mir. Ah, Feuerwurzeln fehlen mir. In Ordnung. Na gut, dann mache ich jetzt noch ein, zwei Mana, was weiß ich, Extrakte.
und werde mir dann mal versuchen, ein paar Feuerwurzeln zu beschaffen. Vielleicht habe ich irgendwelche verkauft oder vielleicht hat irgendjemand noch welche im Angebot oder sowas. Das mag ja alles sein. Du gehst hier wieder hoch. Hier gehst du hoch, genau, bei den fähigen Novizen. Habe ich vielleicht den Händler hier oben, den ich gerade aufgesucht habe, dem Kämmerer praktisch, hatte ich denen schon irgendwelche Feuerwurzeln verkauft aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne? Das ist doch nichts Neues. Gorax heißt du. Ich brauche ein paar Dinge, genau. Ich... Ja, bla bla. Bogen, nee, sieht nicht so aus. Sieht wirklich nicht so aus. Okay. Aber was ich jetzt genau machen würde, ich würde ganz gerne mal erstmal kurz eine Runde pennen, ganz nebenbei, wenn ich schon mal hier bin. Und dann würde ich gerne mal zu dem Magier gehen, der hier draußen vor dem Tor wartet, also vor den Klostermauern. Und rausfinden, ob er das Herz eines Golems hat. Ich hatte zwar das Gefühl, dass ich schon ungefähr 20 Mal danach geguckt habe, ob er das hat oder nicht, aber Milton, hast jetzt irgendwas Neues zu sagen, hey. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein. Gut. Da fällt mir ein, wir müssen, glaube ich, noch irgendwann die Sprache der Alten lernen, also eins weiter sozusagen, damit wir auch noch mehr Mana bekommen sollen. Mehr Mana soll mein Ziel sein. Wir haben jetzt was, 145 oder sowas? 144? 200 wären, glaube ich, schon ganz angenehm. Hallo, Jorgen! Besser verschwunden ist von der Straße, nein, immer auch das Gleiche. Wie kann man Jorgen nur helfen? Ich habe ja schon mit dem Rat geredet und Jorgen war irgendwie nie eine richtige Option. Schade. Egal. Die dunklen Wanderer auf diesem Weg sind zumindest tot, das ist schon mal was. Was soll ich eigentlich gerade machen? Ja, ich soll ins Minental gehen und mit den Drachen reden und am besten noch einen davon töten, um das gleich wieder aufzuladen, das Auge Innos. Aber vorher würde ich ganz gerne noch mal in die Stadt gehen und da noch ein paar Dinge klären. Iskarot, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, hast du irgendwas Nützliches? Ich sage nein und damit habe ich offensichtlich recht. Bergkristall, Glitcherquarz, Pech, Goldbrocken, das ist alles nur für die niedrigen Zauber, die brauchen wir alle überhaupt nicht mehr. Sehr, sehr schade. Möge Innos allzeit über dich wachen. Ja. Und möge auch dich beschützen, mein Freund. Dann gehen wir am besten mal in die Stadt. Weil ich ganz gerne nochmal zum Beispiel das Hafenviertel abklappern würde, um rauszufinden, ob sie da noch irgendwelche illegalen Minenteile verkaufen. Also es sind ja irgendwie 7 Minenteile noch im Umlauf, wie wir schon vor ein, zwei Folgen gesehen haben, bei Pyrokar. Runen, Moment, sind hier. Dazu will ich erstmal diese hier ab. Kloster weg. Ich will ganze Hafenstadt. Und wir haben jetzt mittlerweile die Händler der Oberen, des Oberviertels, haben wir abgegrast. Ich glaube, zumindest alle. Oder fast alle. Die Tatsache, dass wir eh gerade im Hafen sind, ist doch ganz praktisch. Ich glaube da nicht. Mo? Nee, komm, geh erstmal hier rein. Hey du, komm mal rüber. Ich hab da was für dich. Was hast du denn für mich? So ein Kerl, der unbedingt mit dir quatschen wollte. Aber da du nicht da warst, hat er mir gesagt, ich soll dir was ausrichten. Er will sich mit dir treffen. Hinter Halvors Fischladen. Diese Information ist umsonst, aber das ist nur eine Ausnahme, klar? Für alles Weitere musst du zahlen. Hinter Halvors. Wie sah der Kerl aus? Das könnte ich dir schon sagen, aber dafür musst du zahlen, mein Freund. Was willst du denn haben? Ich brauche Informationen wahrscheinlich. Ich brauche Informationen. Wie sah der Kerl aus? Wie sah der Kerl aus? 10 Gold, okay. Nun, ziemlich groß, dunkelhäutig und kräftig, aber keine Uniform. Irgendwie bedrohlich. Und sein Gesicht? Sein Gesicht? Als er mich angesehen hat, war ich froh, dass er nicht wegen mir gekommen ist. Es lag etwas Unheimliches in seinen Augen. Naja, ich denke, du solltest ihn aufsuchen. Wird bestimmt interessant. Ja, frag dich nur für wen. Ich nehme mal stark an, dass zurück uns der Herr irgendwie auflauern will, weil ich erinnere mich, Halvors Fischladen war Halvor nicht der Typ, den wir irgendwie überführt haben, warum auch immer. Ich hab was anderes gehört. Ach genau, wegen Waffenhandel oder sowas, was wir eigentlich gar nicht wollten damals, wenn ich es richtig verstanden habe oder wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Ich hab mir das und ich nehme an, er ist ein Freund von dem und wird mich jetzt irgendwie angreifen oder sowas, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber mal gucken. Vorher mal lieber speichern. Man weiß, was sonst passiert. Das ist doch alles nur Gerede. So. Hallo Attila. Ah, endlich. Ich habe auf dich gewartet, Fremder. Ja, wer bist du? Wer bist du? Attila werde ich genannt. Aber ist es wichtig, wie ich heiße? Unsere Namen sind bedeutungslos. Das solltest du am besten wissen, Fremder. Hahaha, lustig.
Ja, nur weil ich keinen Namen habe. Zieh mich nur damit auf, du Heini. Was soll dieses Theater? Was soll dieses Theater? Am Ende deiner Reise sollst du nicht unwissend sterben. Siehe es als die letzte Ehre eines Verurteilten. Okay, warum willst du mich töten? Wer bezahlt dich dafür? Ich werde jetzt gehen. Ja, warum willst du mich töten? Warum willst du mich töten? Du hast Halvor ans Messer geliefert. Ja, er sitzt jetzt im Knast. Das war nicht so geplant. Meine Auftraggeber sind nicht gerade erfreut darüber. Um zu verhindern, dass du noch einen weiteren Fehler machst, schicken sie mich. Lass mich wenigstens meine Waffe ziehen. Ich kann dir Gold zahlen. Ich bin ein hoher Feuermagier. Du kannst mich ja gerne versuchen anzugreifen. Genau, lass mich wenigstens meine Waffe ziehen. Lass mich wenigstens meine Waffe ziehen. Gut. Dann mach dich bereit für deinen letzten Kampf. Tja, du würdest wahrscheinlich nicht denken, dass meine Waffe übrigens ein Feuerball ist. Und nicht meinen Stab, den ich am Rücken trage. So, mein Freund. Hat er nur nicht gebracht. Ein grobes Kriegsbeil. Attila. Eine Armbrust, okay, haben wir ja schon gesehen. 10 Bolzen dafür. Und ein verrosteter Schlüssel. Meersalz hat diesen Schlüssel zerfressen. Ach, ja, genau. Endlich. Meersalz hat diesen Schlüssel zerfressen. Das heißt, warum gehe ich jetzt nur noch? Ah, genau. Umschalttaste. Wir können endlich mit der Diebesgilde, ich sage mal, Kontakt aufnehmen. Menschenskind. Ich gehe am Stock. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge machen. In dieser Folge werden wir ganz kurz mal versuchen, hier diesen Herrn hier hinten anzusprechen. Den Schatzmeister, wer das war. Um rauszufinden, ob auch du irgendwelche Anteile verkaufst. Martin, was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Du verkaufst offenbar keine Anteile, aber du verkaufst irgendwelche andere heiliger Pfeil, Paladin-Zauber. Ah, jetzt geht's los mit den ganzen Paladin-Zaubern. Ah, ja, genau. Die praktisch alle nur irgendwie 5 Mana brauchen, aber dafür relativ viel Schaden machen, weil ich es ganz schön unverschämt finde. Guck dir das mal an. Große Wundheilung. Braucht 5 Mana und Heilkraft 800. Sowas kriege ich überhaupt nicht. Böses Vertreiben ist, glaube ich, ganz gut gegen Skelette. 300 Magieschaden für nur 5 Mana. Hier Heilkraft 400 für 5 Mana und Heiliges Licht. Gut, das ist eine Fackel praktisch. Und ein Heiliger Pfeil. Meine Güte. Wenn ich das bekommen würde, wäre ich heilfroh, aber naja, das sind ja Paladine, die sind ja noch ein bisschen besser als alle anderen. Egal. Beim nächsten Mal. Das höre ich zum ersten Mal. Das ist doch schon lange. Werden wir nebst der Suche auf die weiteren Mina-Teile, werden wir uns dem der Diebesgilde endlich mal widmen. Hopp. Und. Hopp. Nee, nicht hopp. Das hat schon viel zu lange auf sich warten lassen. Also ich stelle mich schon mal gleich hier hin, um zu wissen, warum ich das überhaupt tue. Ich werde kurz meine Aufnahmepause machen, weil ich habe irgendwie tierisch Hunger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.